Ja, hallo und herzlich willkommen zu Pizza Master auf Zombel VR. Ich bin ein bisschen hektisch hier. Gut. Oh, wir können teleportieren. Na super. Wir können die Grafik ändern. Gut. Wir nehmen natürlich die beste. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Also ich kann mich teleportieren. Das ist schon mal schade. Auch nicht rückwärts. Das ist doof. Moment. Ich kann mich nur teleportieren. Gut, drehen muss ich mich selber. Okay, wir machen den Singleplayer-Mode, weil ich habe niemanden, der Koop spielen kann. Lassen wir uns mal überraschen. Mode, Levels, unendlich. Och, wir machen mal Levels. Set 1 bis 4. Wir fangen natürlich bei 1 an, ne? Oh, ein Ladebildschirm. Toll. So, da wären wir schon noch in unserer Putzeria, genau. Weil die ist so sauber, deswegen ist es eine Putzeria. Hallo! Du möchtest eine mit Tomate und Käse. Gut, ich nehme das. Putte das dahin. Cool. Musst du erstmal Soße drauf, oder? Gut, nehmen wir Tomate. Oh, toll. Das ging ja schnell. Noch mehr Tomate? Also eine Margarita, ne? Gut. Dann brauchen wir doch. Ach, die können wir so in den Ofen schieben. Na gut. Zack. Möchtest du was zu trinken dazu? Ich habe hier. Braun, gelb, blau, rot und grün. Fertig. So, bitteschön. Put the pizza on the plate. Ach, da unten. Und hier. Bitteschön. Mit einem Haps. Super. Hey. Meine erste Pizza heute. Okay, was kann ich hier eigentlich noch machen? Guck mal hier. Rot. Ah, lecker. Oh, nee. Achso, das verschwindet von alleine. Das ist ja praktisch. Halt. Ich kann. Das ist doch mal geil. Ich kann meinen Pizzaofen hier anpassen. Gut, fangen wir an. Level 2. Hallo, herzlich willkommen in meiner Pizzeria. Was hätten wir denn gerne? Auch mit Tomaten und Käse. Ja, das kriegen wir hin. Pass auf, guck mal, wie schnell das geht. Zack. Le Tomate, le Käse und zack. Oh, da kommt der nächste. Na toll. Hier, bitteschön. Du möchtest auch eine Margarita? Das kriegen wir hin. Sehr schön. Guck mal, wie schnell ich die Tomatensauce hier drauf knalle. Hast du gesehen? Möchtest du was trinken? Nein? Na gut. Kann mich schon mal vorbereiten. Genau. So, bitteschön. Du möchtest mit Zwiebeln und Tomate. Kommt sofort. Tomate, aber ohne Käse? Ja, ohne Käse. Gut. Zwiebeln. Was sind denn Zwiebeln? Das sind Zwiebeln, ne? Du hättest gerne auch Zwiebeln. Gut, machen wir. Hier, bitteschön. Was? Zu viel Zwiebeln? Ist hier schlecht? Ach, zwei Zwiebeln. Ah, da steht eine Zahl mit bei. Ah, Entschuldigung. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Können wir die Zwiebeln wieder runternehmen? Nee, können wir nicht. Naja. Hier, bitteschön. Okay, gut. Dann trinke ich mir erstmal einen Schluck Braun. Boah, das war lecker. Gut, wir machen das Level nochmal, ne? Auf jeden Fall. Jetzt machen wir es richtig. Guck mal, wir können den Teig ja schon mal bereitlegen. Also Tomate ist ja sowieso klar. Was, nur Tomate? Gut. Bitte. Warten wir auf den nächsten. So, bitteschön. Eine, naja, Pizza würde ich jetzt nicht dazu sagen.
Ja, war lecker, ne? So, auch einmal Tomate. Das ist doch keine Pizza, Leute. Jetzt aber mal ehrlich. Also Käse muss ja mindestens drauf. Ne? Oder? Guck mal hier. Kriegst du hier ein, naja, Stücke Brot mit Tomate. So, und Sie hätten gerne, also das ist richtig, Tomate, einmal Käse und einmal Zwiebel. Bitteschön, ist in der Mache. So, für den nächsten schon mal vorbereitet? Jawohl, hier gibt's immer jeden Tag frische Pizza. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Hat's geschmeckt? Super. Dass hier niemand was trinken möchte. Du möchtest Tomate und Zwiebeln. Und zwar 3 Zwiebeln. 1, 2, 3. Das soll schmecken? Ich weiß ja nicht. Kommt da gleich noch einer? Schauen wir mal. Ich habe schon überlegt, ob ich das ganze Spiel mit einem leicht italienischen Akzent spielen sollte, aber das wäre ja albern. Ich mache ja German Let's Plays und keine Italian Let's Plays. Sehr schön. Super, Level 3. So, wir können ja schon mal, du willst ja bestimmt eine Pizza, oder? Warum solltest du in die Pizzeria kommen? Tomate, einmal Käse und 3-mal Zwiebeln. Ich hoffe, wir müssen nicht noch die Reihenfolge beachten. So, bitteschön. Schon mal für den nächsten Kunden vorbereiten. Schade, dass das Handtracking nicht funktioniert. So, bitteschön. Ja gut, die Reihenfolge ist egal. Tomate und, Moment. Hab ich jetzt ganz vergessen. Käse und Jalapeno. 5. 1. 2, ne, sind Oliven. 3, 4, 5. Bitteschön, ist in der Mache. Da kommt schon die nächste Kundin. Bestimmt Tomate. Ja. Käse. So, bitteschön. Tomate, Käse und 2 Zwiebeln. Ist unterwegs. So, für den nächsten Kunden. Da kommt schon der nächste. So, ist das anstrengend, ne, in der Pizzeria hier. So, du möchtest Tomate, einmal Käse und einmal Champignon. Die sind hier. Einen Champignon? Na gut, bitteschön. Wird gemacht. Hey, empfehl uns ruhig weiter. Also probier erstmal die Pizza und dann kannst du uns weiterempfehlen. So, und bitteschön. Da kommt schon wieder der nächste Kunde oder die nächste Kundin. Wir wissen es nicht, für welches Geschlecht sie sich entschieden hat. Oder er oder es. Nur Tomate und ein Champignon. Ne, 4 Champignons. 1, 2, 3, 4. Und zack, ist im Ofen. So. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt eine halbe Stunde vollkriegen soll. Vielleicht hätte ich Unendlich-Modus machen sollen. Ne? Guck mal hier, deine Pizza ist fertig. Bitteschön. War lecker. Dankeschön. 500 Punkte. 50, Entschuldigung. 500 Punkte wären mir lieber gewesen. Empfehlen Sie uns weiter. So, Level 3. Aha. Gut, da kann man mehrere Sterne bekommen, weil es schneller gehen soll oder so. Level 4. So, der möchte bestimmt eine Pizza. Ich habe so das Gefühl, wir müssen gleich auch noch Wurst schneiden oder so. Tomate kommt auf jeden Fall auch drauf, das wäre sonst albern. Ich habe es gewusst. Das hat er jetzt mit Absicht gemacht. Eine Wurst und einmal Käse. Was ist denn das für eine Pizza, bitte? Einmal Käse. Nimmst du mal den Teller? Hier. Hä? Was? Willst du mich veralbern? Du hast doch gekriegt, was du wolltest. Hier, Käse. Da meint er diese Wurst hier. So, du möchtest einmal Wurst. Ja, Käse ist erstmal drauf. Und dann die Wurst drauf. So, Wurst und Käse. Mehr ist hier nicht. Das ist genau das, was du willst.
So, bitteschön. Hä? Okay. Das ist jetzt verwirrend. Ich habe doch genau das draufgepackt, was... Nochmal. Das ist jetzt verwirrend. Wir packen mal Tomaten mit drauf. Mal gucken. Vielleicht haben die einfach die Tomatensauce vergessen. Oh Gott. Einmal Tomate. Einmal Käse. Ein Champignon. Und einmal... Ne? Das hoffe ich mal. Was Speck sehe ich hin? Ach, da ist Speck. Na toll. Warte. Die kann weg. So, Tomate, Käse, ein Champignon, einmal Speck. Kommt sofort. Tomate. War schon wieder zu viel, ne? Na komm raus, Pizza. Einmal Zwiebel und einmal Speck. Kommt, aber es sind jetzt leider zwei Tomaten drauf, glaube ich. Aber das wird schon klappen. Du möchtest Tomate. Ja, Pizza fertig. Käse. Und einmal diese Salami hier, ne? Schön, dass ihr durch die Gegend rollt. So. Hä? Entschuldigung. Nee, da muss ich nochmal. Also das verstehe ich jetzt nicht, warum. Ich kann ja auch nicht weitermachen. So, einmal Tomate. Einmal Käse. Vier Champignons. Eins, zwei, drei, vier und einmal Speck. Kommt sofort. Entschuldigung. Der Qualm, der in meine Lungen steigt hier. Einmal Käse nur, ja? Gut. Jetzt wird's ja echt albern. Bitteschön. Genau. Das war der Plan. So, einmal Käse und zwei Salami. Entschuldigung, was ist denn hier los? Ich muss mal einen Schluck trinken. Ach, Eiswürfel gibt's auch. Tut mir leid, ich musste gerade mal einen Schluck trinken. Ich hoffe, die stört der Becher auf dem Teller nicht. Gibt's hier eine andere Salami noch? Oder ist sie zu dick? Hm. Nom, nom, nom. Okay, ich kann das nächste Level machen. Egal. Das war Salami. Definitiv war das Salami. So, Tomate, Käse, dreimal Oliven und einmal Zwiebel. Bitteschön, alles schön in die Mitte gelegt, damit du alles auf einmal hast. Schon mal den nächsten vorbereiten. Ach, bestimmt, weil der Teig schlecht geworden ist oder was. Tomate, Käse, zwei Salami, na, und zwei Zwiebeln. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich sehe sonst keine Salami, ne? Ja, und du möchtest Tomate, Salami, kommt sofort. Eine Zwiebel. Okay, das ist nicht das. Das verstehe ich jetzt nicht. Gibt es hier noch irgendwo Salami?
Käse. Jupp, Pizza kommt. Nein. Ein Champignon. Ne, 5. Und ein Speck. Zwei Zwiebeln. Einmal Speck und zwei Champignons. Und der nächste. Ist das anstrengend. Käse einmal. Und drei Zwiebeln. Das ist doch kein Mensch. Wer macht denn sowas? Kommt da noch jemand? Oder bist du der letzte Kunde heute? So, bitteschön. Ne, da kommt noch jemand. Oh wei. Also, Tomate, Käse, zweimal Speck, zweimal Salami. Bin immer noch der Meinung, das ist die Salami hier. Oder muss ich anders verteilen? Dreimal Oliven. Einmal Zwiebel. Drei Salami. Entschuldigung. Das ist was anderes. Okay. Wo ist denn das? Da fehlt doch garantiert eine Zutat hier. Ja, das wird dir nicht schmecken. Oder ist damit das Fleisch gemeint? Hä? Ach so. Toll. Und noch wählerig. Willst du vom Teller essen? Na super. Ja, jetzt beschwer dich auch. Beschwer dich doch. So. Sei froh, dass du überhaupt eine Pizza gekriegt hast. Hast du aber bezahlt? So, nochmal. Am Ende ist es das Fleisch. So, das können wir jetzt gleich testen, ob das Fleisch ist. Halt, kein Käse. Na. Zweimal Fleisch und dreimal Zwiebeln. Dreimal Fleisch. Jetzt werden wir sehen, ob es ums Fleisch geht. So, Tomate, Käse. Eins, zwei. Na, komm raus. Nicht anbrennen. Aha. 4. Und eine Zwiebel. Jupp. Gut, das ist das Fleisch und nicht die Salami. Dann hätten sie es anders zeichnen sollen. Tomate, Käse. Das ist echt anstrengend. 2, 3, 4 und 1, 2, 3 Zwiebeln. Du nimmst Tomate und Käse. Und 2 Zwiebeln. Ja, Pizza fertig. Ein Speck. Und 5 Champignons. Gezählten Quatsch. Du möchtest auch Pizza. Okay, gut, kriegst du. So, Tomate, Käse. 3 Champignons. Oh, wenn das im wirklichen Leben so gehen würde, dass die Pizza so schnell fertig wäre, ich würde Pizza kochen, richtig, immer. Jeden Tag. Pizza kochen, ja klar. Pizza backen natürlich. So, Tomate, Käse, weil das ist normalerweise grundsätzlich auf der Pizza drauf. Dann nehmen wir zweimal Zwiebeln, dreimal Speck und 5 Champignons. 1, 2, 3, ich glaube, der andere ist weggeflogen. Naja, wir werden sehen. Da kommt schon die nächste Kundin. So, Tomate, Käse. Pizza fertig.
2 Speck, 2 Fleisch. Na, Fleisch. So, 5 davon. 1, 2, 3, 4, 5. Das macht man nie abgezählt. Was soll denn der Quatsch? Und 3 von denen hier. 1, 2. Wir müssen das ganze Stück drauflegen. So. Ein bisschen Pizzateig geschenkt. Oh. Dann ist das jetzt meine Pizza. So. Ja. Ich glaube, viel passiert hier nicht, oder? Was ist denn der Koop-Modus? Was kann man denn da machen? Aber ich habe keinen zum Koop spielen. Gut, das ist eigentlich schon alles, was hier zum Pizzamaster zu sagen ist. Und naja, ist ganz lustig, wenn man mal so ein bisschen Zeitvertreib haben will, kann man wahrscheinlich auch den Unendlich-Modus machen, wo die ganze Zeit Leute reinkommen und so. Und oh, jetzt stehe ich hier im Automaten. So, ja, gibt's bei Steam für einen schmalen Taler. Ist bestimmt ganz lustig. Also Pizzamaster Koop wäre natürlich auch cool. Da muss ich mal gucken, vielleicht finde ich da noch jemand, dann können wir das mal wiederholen. Ansonsten, naja, noch einen schönen Tag, ein schönes Leben und übrigens, in einer Woche Half-Life Alyx, ne? Geht's hier los auf dem Kanal. Bis dann, sagt euer Zwombel Tschüss und Tüdelü!